Den Zwölfen zum Gruße, liebe Freunde des gepflegten Gamings, und herzlich willkommen zurück hier bei Drakensang Folge 73, hier bei Ronkwa mit dem rollenden R, wie auch immer, vorne wie von hinten, so zacki, zicke, zacke. Egal, wir stehen bei ihm auf jeden Fall, haben ihn gerade beklaut und jetzt quatschen wir nochmal mit ihm. Denn ich würde doch gerne... Was willst du denn, Angsthase? Ich hab's mir überlegt, ich werde Humbert für dich erledigen, andermal vielleicht. Oh, ah, wir können nur noch das machen, Humbert für dich erledigen. Ja. Ich würde gerne gegen ihn arbeiten, ihn angreifen. Ja, mach das. Hey, hey, erledigen, dann kommst du wieder und erzählst von deinem Erfolg. Erledige ihn und dann kommst du wieder und erzählst von deinem Erfolg. Mann! Naja, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich hätte das Gespräch nicht abbrechen dürfen, aber ich habe gedacht, wir könnten da nochmal angreifen anschließend. Scheinbar nicht der Fall. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall zu Humbert. Humbert, 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 Tentere, meine Freunde. Und dann werden wir ihn halt beseitigen. Ist ja egal, wen wir zuerst. Ich habe nur gerade gedacht, das wäre ganz nett, wenn wir das hier schon machen, aber gut. Ist auch geil, dass ich erstmal die Handlanger töte von ihm. Komme ich nicht durch. Dann komme ich bei ihm an, rede mit ihm und alles ist tutti. Wieso dann erstmal die Handlanger töten? Also das habe ich nicht ganz verstanden. Dann hätte er mich auch durchlassen können. Oder man sagt dann, halt, stopp, hier kommst du nicht vorbei. Ich will aber zu deinem Chef. Jo, da komm mit. Irgendwie so war es halt, weißt du. Aber das war jetzt ein bisschen, töte mal und dann gehen wir mal durch und dann quatschen wir mal mit ihm. Und dann, ach ja, nee, doch nicht. Übrigens, ich habe Leute von dir getötet, die liegen da hinten. Ich weiß ja nicht, ob das gut war. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt gut ist, was wir machen. Dass wir jetzt den Humbert töten. Oder wir gehen jetzt zu Humbert und sagen, hier. Eigentlich wollten wir die ja gegeneinander ausspielen, aber irgendwie tun wir uns da gerade etwas schwer. So, jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo wir selber noch nicht waren. Mal gucken, was dort auf uns lauert. Ich weiß nicht, ob Humbert nicht irgendwie leichter ist als Ronkwa. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, Humberts Räuberlager. So, da sind wir schon. Aber wir sind noch keine Mannekes. Da ist ein Amboss. Das ist auf jeden Fall gut. Da sind Leute. Humberts Räuber. Mit denen kann ich reden. Die werden mich also nicht angreifen. Ich würde gerne euren Amboss benutzen. Meine Waffe schmieden. Hallo. Ich komme in Frieden. Darf ich euch beklauen erstmal? Warte mal. Erstmal beklauen und dann bereden wir das Ganze. So läuft das hier. Oder auch nicht. Was willst du hier? Ich will deinen Anführer sprechen, Meister. Es geht um ein Geschäft. Geschäfte, das machen wir doch immer gerne. Komm halt ins Lager, aber benimm dich, sonst mache ich dir Ärger. Erstmal beklauen. Inventar ist auch voll. Warte mal. Das müssen wir doch mal ändern wieder. Hier, Gold drin, kriegt sie. Habe ich so viel Wirselkraut, das ist ja Wahnsinn. In die Nüsse auch wieder. Ah, oh Gott, ey, muss ich immer alles selber stacken. Dieses Spiel, das ist ein bisschen blöd. Habe ich die schon beklaut? Tatsache, ey, das ist ja Wahnsinn. Und ich? Auch schon. Kann ja nicht sein, dass ihr nichts habt. Na gut. Mal umschauen, wie viele sind. Humberts Räuber, Humberts Räuber. Räuber Hauptmann Humbert. Viele sind es ja nicht hier, ne? Aber gut. Ist ja auch nicht wichtig. Eine Einbeere, eine einzelne Einbeere. Aha. Falle entdeckt. Wunderbar. Falle entschärfen. Falle entschärft. Schloss knacken. Schloss geknackt. Schloss öffnen. Und? Ah, guck mal hier. Hier kriegen wir die anderen Sachen. Also, schön. Ist irgendwas dabei, was gut wäre für uns? Was ist das für ein? Ein Spitzhut. Ja gut, das ist nichts für einen Zwerg. Ein Lederwams. Boah, weiß ich nicht. Kettenhaube? Flachmann ist auch gut, aber nein.
Ich könnte höchstens noch eine Kettenhaube vertragen. Und sie vielleicht ein Leberwams? Leberwams. Lederwams. Oh, guck mal hier. Ah, Lederwams. Ist der besser? Oh, warte mal. 3-3-3-1-1. 2-2-2-1-1. Ja, der ist auf jeden Fall besser. 3 Stein, 4,5 Stein. Oh, der ist schwerer, aber es bringt mehr wahrscheinlich. Kann sie denn jetzt noch zaubern? Das sieht ja nicht so aus, als wäre da irgendwie... Obwohl, doch, da sind Nieten dran. Metall macht ja... Ist ja ein bisschen hinderlich bei Magiern. Ich versuche mein Bestes. Aber wir probieren es trotzdem mal. Soldatenstiefel, ich glaube... Oh. Was hat er denn noch gehabt hier? Ja, so war besser, ne? Da hat er 3 gehabt, genau. Die Hose nochmal rüber und die Soldatenstiefel rüber. Ich glaube, die hat aber schon. Ja, die hat schon... Hose ist auch in Ordnung. Oder? Dunkle Lederhose. Ach, das sind Soldatenstiefel. Entschuldigung. Hatte ich nicht gerade eine rote Lederhose bei? Ah, dann war das die Stiefel. Entschuldigung. Hab ich mich verguckt. So. Die Truhe haben wir. Gucken wir mal im Amboss, was wir hier machen können. Sandstein. Krähenfüße, Wurfmesser, Dietriche. Was bringt denn ein Speer? Lass das mal Vorgrim machen. Der kann höchstens Dietriche machen, okay. Ja gut, Ulmenholz braucht er und Lederbänder hätte er dann auch. 1W6 plus 3. Achso, nee. Entschuldigung. Das habe ich mich verguckt. Nee, bringt uns also auch herzlich wenig. Gut, dann leider nein. Mal Waffenbalsam, das ist gut. So, ihm hier beklauen. Alle beklauen. Habe ich die alle beklaut schon? Ist ja unglaublich. Den Humbert habe ich auch schon beklaut. Ein Dukat und ein Dolch kriegt er. Na, gucken wir mal. Was ist damit auf sich hat? Wo ist er denn? Achso, das ist Kladis. Warte mal. Die magischen Sachen, die würde ich auch so gerne mal identifizieren lassen. Von rechtens wegen, Titelanmaßung, aufeinander, vogelfreie, Humbrich, Bertling genannt, Humbert oder Freiherr vom Dunkelwald. Okay, gut, das ist sehr ähnlich. Mein Freund, ich würde mal mit dir reden und mal gucken, was dabei rauskommt. Viele wissen, du... Nein, 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 tu es nicht. Ich will mit dir reden. So. Oh Gott. Noch so. Erst diese Gestalten, die uns aus der Ruine vertreiben. Dann tauchen fast gleichzeitig dieser Totschläger Ronkwa und die herumschnüffelnden Sonnenanbeter auf. Glauben denn alle, sie können einfach mal eben in mein Revier hereinspazieren und machen, was sie wollen? Und jetzt auch noch du? Was willst du denn vom alten Humbert? Von wem redest du denn alles? Diese Rungwalmaditen habe ich erst vor kurzem getroffen. Ich habe ein paar Fragen an dich. Hast du das? Das ist ja interessant. Und was will die Ratte? Schlechte Neuigkeiten, alter Mann. Ich soll dich für ihn erledigen. Warte, warte, nicht so schnell. Weißt du überhaupt, mit was für Abschaum du dich da eingelassen hast? Welcher Räuber ist denn kein Abschaum, Herr Hauptmann, Räuberhauptmann Humbert? Dein Gequatsch interessiert mich nicht. Mach dich bereit, Bochum zu gehen. Wir nehmen das natürlich. Spiel dich nicht so auf. Im Großen und Ganzen beschränken wir uns darauf, von den Reisenden im Wald den kleinen Wegezoll einzutreiben. Dafür können sie aber auch sicher sein, dass ihnen während der Reise nichts passiert. Aber Ronkwa, der ist ein Monstrum, ein Mörder, ein Totschläger. Der schneidet dir zum Dank für deine Hilfe die Kehle auf. Lass uns den Spieß doch umdrehen. Schick Ronkwa unter die Erde und ich werde dich gut entlohnen. Der macht mir auch, ich muss ganz ehrlich sagen, der macht mir einen besseren Eindruck, auch wenn er jetzt so komisch aussieht. Aber ich glaube, ihm eher zu trauen zu können. Gut, ich werde den Kerl für dich erledigen. Mach das und komm wieder, wenn er tot ist. Dann zeige ich dir die Belohnung. Vorher noch ein paar Fragen. Du kennst sicher die Burg nun auswendig. Erzähl mir ein paar Sachen über die Ruine. Ah, das ist gut. Na, so viel gibt es da gar nicht. Stand viel zu lange leer herum. Oberirdisch ist das Ding nur noch eine Sammlung von einsamen Steinen. Ein hoher Zahn. Aber unterirdisch, da geht's mehrere Ebenen runter.
mehrere Ebenen. Ich hasse das. Wir haben aber nur auf den beiden obersten genau gewohnt. Ich will noch was wissen. Was waren das für Gestalten, die dich und deine Bande vertrieben haben? Habt ihr euch denn gar nicht gewehrt? Oh, aber wenn du wüsstest, ein Haufen Irrer in dunklen Kapuzen kam nicht nachts ohne Vorwarnung. Die Julina, die war wohl nicht total besoffen und hat gerade noch Alarm gegeben, bevor sie sie abgemurkst haben. Dachten erst, das wären andere Räuber oder Landsknechte vom Baron. Aber das waren Dämonenknechte, die uns abschlachten wollten. Dem Walpo haben sie gar nicht den Kopf vom Körper. Also da haben wir nächtlings Fersengeld gegeben, konnten kaum was mitnehmen. Und kaum waren wir im Wald und schworen Rache, da leuchtet dieses magische Primborium um die Ruine und wir müssen sehen, wo wir bleiben. Hast du eine Ahnung, wie man hoch in die Burg kommen kann? Nee, das haben wir ja auch versucht. Egal, welcher Weg, alle enden an diesen Leuchtglocke, die um die Ruine herum. Okay, unter uns, was sie mit Walp und Julina gemacht haben, das will ich meinen Leuten und mir eigentlich gar nicht antun. Das sind Wahnsinnige. Verrückt da drin. Okay, leb wohl. Ach, okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt für ihn arbeiten sollen. Sie bestätigt das sogar, was ich gerade gesagt habe. Also, wenn Rulana das jetzt gerade so sagt, dann scheint es zu stimmen. Dann lass uns mal zurückgehen. Und ich glaube, Ronkwer ist der Schlimmere. Und Humbert war eigentlich der, der zuerst hier war. Das heißt... Und das würde das Ganze auch bestätigen. Warte mal. Und vor allem, die Leute haben mich, die hier an dem Tor, haben mich einfach so reingelassen. Das ist auch relativ nett, muss ich sagen. Also ihr wisst, was ich meine. Nett ist ja relativ, aber... Pfeilspitzen. Okay. Ich nehme die Sache in die Hand. Sie geht vor. Also ich glaube, dass wir Ronkwer töten müssen. Vom Gefühl her, das ist wirklich mein Bauchgefühl. Und das, was Rulana gerade sagte. Stimmt das? Sie hat es ja gerade bestätigt. Und sie ist ein NPC, sie wird immer die Wahrheit sagen. Raum offen. Also, zurück zu Ronkwer. Ronkwer. Heieiei. Das ist aber ein Räuber hin und her hier. Räuber-Hickhack. Räubergeschnetzeltes. Ah, so, mal kurz. Ja, genau, dann gehen wir hier so runter. Mal gucken, wie wir hergekommen sind. Mann, Mann, Mann. Das könnte ja auch immer so einfach sein. Weißt du, hingehen, platt machen und weitergehen. Aber nein, ist es natürlich im seltensten Fall. Wo kommen denn jetzt die Drachenkultisten her? Bin ich hier nicht lang gegangen vorhin? Also manchmal, da fragst du dich echt, woran hattet ihr liegen? Aber was soll's. Dann nehmen wir den, sie nimmt den anderen. Und er nimmt auch den. Na gut, wenn es zwei sind, dann geht's ja noch. Ich bin doch einfach rein, hier random reingesetzt, oder nicht? Was tue ich mich da? Das kann ich mir nicht erklären. So... Und Bumsti aus der Maus. Immerhin haben wir mal gute Sachen dabei. Viele Pfeile und so. Das ist schon mal viel wert. Aber es ist natürlich irritierend, wenn hier immer wieder neue auftauchen. ist hier rum richtig? Ja, hier rum würde ich gehen. Ah ja. Guck mal, die sind gar nicht weit weg auseinander. Das ist schon mal gut. Nee, sag mir nicht, hier sind wieder neue Handlanger von ihm. Drachenkultisten! Was machen die denn hier? Warum ist der 30? Sieht jünger aus. Nicht wirklich, sieht ein bisschen aus wie Marilyn Manson hier. Na dann, auf sie mit Gebrüll. Oder leise, ist mir egal. Aber auf sie. Hat er auch 30, okay. Na klar. Und Fulminikus. Und wenn der den fertig hat, dann auch auf ihn. So, dann der nächste. Jetzt juckt meine Nase. Ah, gut.
Bringt ja Geld, aber morgen ist erst Lottotag. Also hier am Tag der Aufnahme haben wir Donnerstag. Ich spiele ja mal Freitags Lotto. Drückt mir mal für morgen die Daumen, Freunde. Ich mach das schon. So, einmal pflücken. Ja, komm. Ja, ein paar Dukaten wären auch schön gewesen. Achso, harmlose Wölfe. Alles gut. So, gehen wir mal hier runter. Boah, ich weiß nicht, ob ich hier alles immer richtig mache, aber ich glaube, dass ich Ronqua töten muss. Ich bin froh, dass ich kein The Witcher spiele oder so, wo es noch schwieriger ist, Entscheidungen zu treffen. Hier geht's ja eigentlich noch. So. Ich hab's mir überlegt, ich werde Humbert für dich erledigen. Nein, angreifen. In diesem Wald gibt's nicht genug Platz für zwei Räuberbanden. Stirb! Warte mal. Einmal einen Schluck trinken. Eieieiei. Spiel speichern. Dann würde ich mal kurz hier den Waffenbalsam benutzen. Aus Gründen. So. Nicht mit der Heilsalbe verwechseln. Wir wollen ja nicht ihn heilen. Lass das mal vorgemacht. Benutzen. Jo, wo ist er? Da ist er doch. So, einmal hier. Und ja. Jetzt mal ein paar Waffen hier weitergeben. Damit sie wieder. Guck mal, die ist nämlich schon vollkommen überladen. Hier Kettenhaube. Noch eine schwere Armbrust, anderthalb Hinder. So. Oh, es ist eher überladen. Eieiei. Oh, guck mal, sie kann viel tragen. Nein. Den braucht er noch. Oh, kann nicht sein. Ah, ist doch nicht wahr. Hier Kettenhaube. So. Na, er hat jetzt wieder Platz. Na gut. Okay. Noch einmal kurz speichern. Sicher ist sicher. Und dann nochmal anquatschen wohl. So. Hä? Du bist ja frech. Los, Jungs. Lass uns diesem grün spannende Lektion erteilen. Hätten wir auch vorher schneller haben können, glaube ich, ne? Aber ja, was soll's. So, damit er es schwerer hat, machen wir mal ein Blitz, die find, werde blind. Ich glaube, auf ihm ist das ganz gut, wenn wir das machen. So. Ah, ist schon ganz gut. Hat schon viel weg. Lass das mal Vorgrim machen. Aber nichtsdestotrotz. Igni, Faxius, Feuerstrahl und hier drauf. So, pass auf, sie muss mal ein Wundpulver benutzen. Und die anderen nicht. Eins, zwei, drei, hauen dann anschließend hier drauf. Alles klar. Dann macht sie noch ein Igni, Faxius. Oh, hier sieht Doro. Wie fies ist das denn? So, wenn sie das hat. Nein! So, mach die nochmal fertig hier. Immer noch nicht. Amazone voraus. Oh! Na klar. Hi, Lewitzka. Oh, wie schaffen wir das? Nein, beide sind tot. Okay, dann würde ich sagen, Beine in die Hand. Und...
Knallgas, mal kurz weg hier. Ich hoffe, dass sie das gleiche machen wie vorhin auch. Gut, denn klar, die ist jetzt weg, ist, ne? Ist es so. Ich glaube, die lassen schon von mir ab. Sehr schön. Und jetzt dürften die zwei ja auch wieder auftauchen hier. Haha, das ist Cheating, ich glaube, ne? That's Cheating, I think. Nein, ich meine, das ist natürlich Cheaten. Eigentlich ist das... Ich fühle mich gerade so schlecht. Erstmal heilen. Erstmal heilen und dann gucken wir, was passiert. Aber ich glaube, wir haben die Quest erledigt, ne? Boah. Wir haben auf jeden Fall viele Punkte bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. So. Einmal kurz heilen. Ausruhen. Gucken, wie die Werte hier sind. 878, 943. Ja, das sind natürlich Punkte. Mit denen können wir auf jeden Fall was machen. Bei Kladis habe ich gelesen, sollte sie falschen. Aber kann er ja auch machen, ne? Auf Maximum. Sehr gut. Den Rest verteilen wir gleich. Lass mich kurz die nochmal auftanken hier. Oh Mann. Ja, ich glaube, das war nicht so richtig gut, was ich gemacht habe. Also ich habe auch ich bin geflohen. Ich meine, das Spiel lässt es zu. Dass die natürlich dann wieder aufstehen, die tot sind. Ich habe sie ja zurückgelassen. Eigentlich wäre das fatal. Aber gut. Es soll wohl so sein, das Spiel. Gibt mir die Möglichkeiten dazu. Und dann ist das wahrscheinlich Bug-Using eher als, ja, als Cheaten, so nenne ich es mal. So, auf jeden Fall sind da noch ein paar Handlanger. Die werde ich jetzt auch noch erledigen, einfach nur damit wir es gemacht haben. Jetzt warte ich noch kurz, dass die sich hier volle Pulle aufgetankt haben. Warte mal, wir könnten es natürlich ein bisschen beschleunigen, indem wir sagen, Balsam, Salabunde, heile Wunde. Das Ganze hier auch. Ach so, die ist ja schon fast voll. Das hat sie natürlich keine Astralenergie, aber ich glaube, die lädt schneller hoch. In der Zwischenzeit kann ich noch mal kurz speichern und einen Schluck nehmen. Außerdem möchte ich auch so ein bisschen mit dem Spiel vorankommen. Und das geht halt nun mal so. So, Freunde, da sind wir wieder. Hallo. Wir nehmen jetzt einfach irgendwo ein. 45, wow. Alles klar. Nein, dann nehmen wir schon mal in die Knifaxius. Ja, wir machen die aber platt. Alle machen wir die platt. Oh Gott. Ja, schon froh, dass ich den wichtigsten hier getötet habe. Achso, der hat noch gar nichts. Doch, der hat schon zugeschlagen. Komisch. Ich nehme die Sache in die Hand. Kurkum. So, der kriegt jetzt einen Fulminikus Donnerkeil ab. Und einmal so. Da. Gute Entscheidung. Der nächste. Hier, nehmen wir den hier unten. Für Ardo. Ja, das reicht, wenn wir das machen mit dem hier. So. Oh, da haben wir wieder einen, da haben wir hinten wieder einen Bogenschützen. Oder Armbrustschützen, Entschuldigung. Das sind ja Armbrüste, die hier einsetzen. So. Sollen wir den zuerst nehmen? Ja, ich glaube ja. Aua! Das war dumm von mir, glaube ich, hinzugehen. Haben wir gerade hier eine Heilsalbe? Können wir sagen, die. Oder hier. Ich nehme die Sache in die Hand. Alle mal hergehört. Hey. Zum Angriff. Ja. Na komm. Mach die doch mal fertig. Ach, weißt du was? Nein, ihn nicht. Alle anderen hauen hier drauf. Oh. Sogar mit einem Wuchtschlag. Und dann können wir die auch noch mal filzen. Ich meine, wir haben die jetzt schon beklaut, aber gut. Wir gucken, ob sie sonst noch was haben.
So, Final Move, zack, bumm, fertig, aus der Maus. Aus der Maus. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir noch mehr, als die vorher hatten. Das ist ja interessant. Ja. Nein, die Wurfteufel. Alles nur verkaufen, das ist jetzt nichts Dolles. Da liegen zwei auf dem Haufen. 6 Dukaten und ein Silber. Achso, das ist der. Ah. Ein Hiebwaffe. Guck mal hier, das ist doch mal ein schöner Brabak-Engel, Alter. Der sieht ja nice aus. Nice, my friend. Noch ein Handlanger. Ja, schön nochmal Waffenbalsam, das ist gut. Kann sie denn den Brabak-Engel benutzen? Was ist es nochmal? Hiebwaffe. Na? Theoretisch ja. 1W plus 5. Was ist denn, wenn wir das steigern? Wie hoch kommen wir denn da? Ach ja. Wäre ja auch gut. Obwohl, warte mal. Abbrechen. Blum. Wäre das dann gut? Dann hätte sie einen mehr, ne? Das macht ja schon viel aus. Auf Dauer. Ach, guck mal hier. Sogar 1W plus 6 bei Körperkraft 17. Haben wir? Das heißt, sie hat 1W plus 6. Ja, dann machen wir das doch. Pass auf. Dann machen wir das doch. Dann verballern wir zwar sehr viel hier auf Hiebwaffen. Na gut. Was willst du machen, ne? Was willst du machen nochmal? 16, 14 ist auch vollkommen ausreichend. Ja. Und dann kriegst du den, zack, bumm. Das sieht schon geil aus. Also muss man sagen, das sieht schon geil aus. Okay, Freunde. Boah. Nice, wenn du den abkriegst, da ist klar, da wächst kein Gras mehr. So. Was war da oben? Ein Bärenstrauch. Ach komm, was soll's. Schön habt ihr das hier gehabt. Was ist denn da ein Bärenstrauch? Ach, nicht der ist da oben. Ach, der ist bestimmt da oben, ne? Naja, komm. Dann nicht. Dann zurück noch einmal zu Humbert. Die Quest abgeben. Ich glaube, das ist ein ehrenwerter Räuber. Ich glaube, den kann man eher laufen lassen. Und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und ihr habt ja gesehen, dass wie der Ronkwer mit uns umgegangen ist. Und ja, ich glaube, das war schon gut. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. So. Der hat schon eine coole Waffe hier jetzt. Mein Gott, bin neidisch. Ich will auch so eine coole Waffe haben in meinen Abenteuern. Nee. Muss ich mal finden. Beziehungsweise ein Meister muss mir das auch mal genehmigen. Da ich das finde. Aber das ist halt so, wie es ist. Ne? Das ist schon eine besondere Waffe und die hat nicht jeder Halunke bei sich eigentlich. Und das ist ja ein Räuberhauptmann. Eigentlich etwas höher gestellt, also ist es okay, wenn er es hat, finde ich. Bin ein bisschen traurig, wir spielen das nächste Mal DSA erst im neuen Jahr. Dann bin ich aber Spieler, letztes Mal habe ich noch gemeistert und also das Spiel geleitet. Oder gelitten. Und oh, eine Werkbank. Leute, hier ist noch eine Werkbank. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier vorbei. Mal gucken, was ich hier machen kann. Langbogen. Was fehlt uns das für? Talentwert auch zu niedrig. Ah. Aber wir haben wieder kein Holzleim. Alter, Falter. Das ist doch Kacke. Brandbolzen. Auch nice. Aber wir haben auch keinen Alkohol. Aber wir haben, guck mal hier. 20 Bolzen. Na gut, okay. Freunde, kurz speichern, gucken, wie die Entscheidung hier ausfällt beim Humbert. Humbert, wo ist er hier? Ach, was mache ich denn hier mit dem? Mit dem will ich doch reden. So. Ach, du bist es. Was gibt's? Ronkwer guckt sich künftig die untere Seite des Waldes an. Du hast vorhin von irgendwelchen verrückten Gestalten gesprochen. Erzähl mir. Du hast ihn abgemuchst? Wunderbar.
Hier, nimm deine Belohnung. Der alte Humbertler hält sein Wort. Hoho, ist nicht so viel, aber ich leg noch was drauf. Der Schlüssel zu unserem Lagerraum in der Ruine. Oh, den gibst du mir einfach so? Naja, das meiste hatten wir ja doch noch irgendwie rausschaffen können in all dem Chaos und Geschrei. Sind zwar noch einige wertvolle Sachen dort, aber die sind es nicht wert, mir von diesem Kapuzenirren Herz und Gedärm rausreißen zu lassen. Außerdem, wenn du den Schlüssel verwenden kannst, bedeutet das ja, dass du es reingeschafft hast. Und dann können ja auch wir wieder zurückkehren. Ho, ho. Da hat er vollkommen recht, Freunde. Da hat er vollkommen recht. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Sieh mal einer an. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, hier ist eine Werkbank und ein Amboss. Schön. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist die Burg. Und die machen wir in der nächsten Folge. Schön wäre es, wenn du auch wieder dabei wärst. Und da freue ich mich schon drauf, in der nächsten Folge mit dir die Burg zu erkunden. Mit der neuen Brabak-Engel von unserer Prinzessin Rulana. Okay, Freunde. Wenn du es nicht verpassen möchtest, erstmal gib dem Ding einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht verpassen möchtest, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Und in diesem Sinne sage ich erstmal gehabt euch wohl.